Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video für unseren Channel V-Part Gaming. Und heute wird es mal wieder einen Food Draft geben, aber keinen normalen Food Draft, sondern einen Themendraft. Was ist ein Themendraft? Ist relativ einfach erklärt. Ich werde vorher eine Kategorie festlegen, wie zum Beispiel Schießen, Passen, Dribbling und so weiter. Und da werde ich immer den Spieler nehmen, der mir zur Auswahl steht, der den höchsten Wert in dieser Kategorie hat. Das heißt, am Ende hat man ein Team, was chemietechnisch vielleicht nicht ganz so gut zusammenpasst, aber wo zumindest dann Spieler drin sind, die entweder alle super toll dribbeln können oder toll schießen können und so weiter. Und jetzt hier für die erste Ausgabe habe ich mich auch dafür entschieden, Dribbling zu nehmen. Das heißt, dann habe ich am besten nachher einige Spieler, die extrem gut im Dribbling sind. Bei Innenverteidigern, das ist nicht gar nicht so sinnvoll, aber das ist natürlich irgendwo das Lustige an der ganzen Sache. Kann sein, dass das auch schon mal jemand anders irgendwo, ein anderer YouTuber gebracht hat. Ist jetzt auch nicht die mega krass kreative Idee. Also wir haben das jetzt nicht von irgendjemand abgeschaut. Was ich mal gesehen habe, dass man einfach immer nur den Besten nimmt, aber das fand ich dann doch ein bisschen langweilig. So, wir fangen an. Und als erstes haben wir natürlich die Formationswahl und dadurch, dass eine Formation nicht üblicherweise einen Dribbelwert hat, kann ich jetzt hier frei wählen. Man kann natürlich überlegen, ob man eine Formation nimmt, wo man besonders gut von dribbelstarken Spielern profitiert. Wo könnte das der Fall sein? Beim 4-2-3-1, ja, das habe ich jetzt hier auch zweimal zur Auswahl, einmal als die Breitenvariante, einmal als, also ich habe hier echt extrem tolle Formationen zur Auswahl, das muss ich mal ganz klar sagen. Ich nehme auch das 4-2-3-1 breit. Genau. Das machen wir. Und dann geht's jetzt hier an den Kapitän. Und jetzt hier, boah, habe ich natürlich einen ganz guten Dribbler erwischt. Ne? Ist okay. Messi. Ich meine, Ronaldo mit 91 Dribbling. Come on, das ist also wirklich gar nichts. Dann wird's Messi. Der hat einen extrem guten Dribbelwert mit 95. Kann man mal machen. Und ich kann jetzt hier auch einfach wirklich voll durchballern, weil es ist relativ einfach, mal welchen Spieler ich nehme. Außer ich habe zwei. Die haben den gleichen Wert. Boah, ist das geil. Dybala als Inform mit 89 Dribbling, 88 Pace. Und das Geile ist, er linkt auch noch zu Messi. Und das ist wirklich besonders schön, weil darauf kann ich mich nicht verlassen. Wenn ich zwei Spieler habe, die den gleichen Wert haben, dann kann ich mir den auswählen. Weil, ihr werdet vielleicht merken, chemietechnisch ist das gar nicht so einfach, das hier immer irgendwie ordentlich hinzubekommen. So, da setzt sich hier ganz knapp Snyder durch. Und von daher ist, denke ich, nur fair, dass ich dann da frei wählen darf. Auf der linken Position wird es jetzt hier Sinclair mit 88, nee, nicht mit 88, mit 80 Dribbling. Ich habe das Gefühl, den werden wir wahrscheinlich noch ersetzen, wobei, vielleicht linkt er ja einfach ganz gut. Wir machen mal auf der rechten Seite weiter. Und dort ist es dann Bayer. Ja, alles klar. Kommen wir zu dem linken ZDM. Krychowiak, ja, der hätte jetzt einen Link zu Messi, aber es wird dann Diarra. Der hat nämlich 77, sogar als Inform. Auch gar nicht mal so verkehrt. Machen einfach mal auf der linken Seite weiter. Und da haben wir jetzt die Situation, dass ich hier zwei zur Auswahl habe, die den gleichen Wert haben. Motta oder Masuaka. Nee, Masuaku. Ja, also eigentlich ehrlich gesagt mit dem Namen würde ich dich am liebsten nicht nehmen. Aber er hat zumindest den Vorteil, dass er jetzt schon mal zu Diarra linkt. Und Links sind echt Gold wert. Deswegen nehme ich den hier auch. Wobei so ein Brasilianer meistens besser zu verbinden ist. Und ja, richtig gute Innenverteidiger hier zur Auswahl mit Otamendi oder Varane. Es wird aber Bonucci, der auch nicht verkehrt ist. Mit 67 Dribbling. Also an sich als Innenverteidiger auch nicht verkehrt. Von daher ist es, gibt Schlimmeres. Umtiti, aber nein, es wird David Luiz. Denn der hat auch mal einen Dribbling mehr Wert. Mehr halt als Umtiti in Form. Ja. Schade, ich glaube den, ja, ich kann ihn aber zumindest so verbinden. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und dann jetzt hier wird es Carvajal, der sich ganz knapp gegen Danilo durchsetzt. Der hier 79 hat und Danilo nur 78. Jetzt bei den Torhütern nehme ich den Wert, der auf der gleichen Position ist. Das heißt in dem Fall Reflexe. Und da habe ich jetzt die Wahl zwischen Keylor Navas und Ron Robert Zieler. Keiner linkt von beiden. Ich habe das Gefühl, boah, wer würde wahrscheinlich erlinken, wenn ich jetzt nochmal ein paar Spiele austausche? Keine Ahnung. Rod-Robert Zieler? Es ist einfacher, einen deutschen Innenverteidiger zu finden aus der Bundesliga. Von daher nehme ich jetzt hier Zieler, weil so habe ich nochmal die Chance, vielleicht einen Strongling zu bekommen. Wir machen mal weiter. Wen haben wir jetzt ja, als nächstes als Torhüter am Start? Da ist es Green. Alles klar. Weiter geht es. So, hier jetzt nochmal die Verteidiger und da ist es dann Willems
mit 79. Ist natürlich gemein, hier Außenverteidiger mit Innenverteidigern zu vergleichen. Da werde ich eigentlich immer die Außenverteidiger nehmen. Also meistens. Und ja, das ist der nächste Außenverteidiger hier mit Remo Linas. Das ist natürlich schon echt gemein in solchen Situationen. Boah. Naja, ich habe eh nicht Navas genommen, von daher egal. Tremolinas, korrekt. Weiter dann mit dem Mittelfeld. Und da haben wir dann natürlich mit Nasri, aber der setzt sich nicht mehr durch, sondern es wird Cuadrado. Schade. Oh, wenn ich hier Reus nehmen könnte, das wäre so göttlich. Denn, muss ich ja überlegen, ich habe auf der rechten Flügelposition schon Messi. Da brauche ich einen Cuadrado nicht. Tja. Wow, nice. Also das ist natürlich extrem gerade. Jeder Spieler hier über 86 Dribbling, beziehungsweise über 85, merke ich gerade. Eriksen nur mit 85. Ansonsten hier Özil, Bellarabi, Ribéry, Thuram. Aber es wird Ribéry mit 91. Setzt er sich klar durch. Und er linkt sogar zu Diarra. Das ist natürlich nicht schlecht. Der nächste starke Ich sehe mal etwas, aber ich sehe nicht den Spieler, der jetzt eigentlich direkt am höchsten hat, nämlich Depay. Palacio wäre auch interessant gewesen, Kruse wäre auch interessant gewesen, aber es wird Depay. Der ist ja auch nicht so verkehrt mit 90 und 85. Also mit 90 Tempo und 85 Dribbling. Dann hier Florenzi als Außenverteidiger. Und es wird hier Insigne als linker Spieler, als Inform mit 90, 89. Wahnsinn, das ist natürlich echt auch eine starke Kombination. Boah, krass. Also teilweise wirklich, was Spieler für hohe Dribbelwerte haben. So, hier wird's Carlos Vela. Leider kein Einsatz wahrscheinlich für ihn. Also ich bekomme hier einen Flügelspieler nach dem anderen. Das ist natürlich logisch, die haben meistens richtig hohe Dribbelwerte. Konoplyanka. Und jetzt haben wir noch zwei Spieler und es wäre natürlich ganz interessant, auch nochmal mich zu ziehen, die ich gut reingebaut bekomme. So, Salah oder Feghouli? Werden beide nicht zum Einsatz kommen, deswegen nehme ich Salah. Und dann als letztes ist es dann nicht Ibarbo, sondern Montero. Ja, ganz klar. Oh, jetzt habe ich mich erdrückt. Och Mann. Naja, egal. Montero hätte ich wahrscheinlich nicht eingesetzt. Ibarbo werde ich definitiv. Ich habe so viele Flügelspieler, vor allem für die rechte Seite, glaube ich. Na, ja, wobei, gut, Cuadrado. Also, ich habe jetzt nicht Ibarbo genommen, weil ich ihn haben wollte, sondern weil ich mich verdrückt habe. Das passiert mir manchmal. Da denke ich, ich wäre schon ganz rechts. Aber, ja, leider gefailt. So, jetzt haben wir hier die Herausforderung. Wir haben gerade 58 Chemie. Wir bekommen noch ein bisschen was hin, auf jeden Fall. Aber das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schwer, jetzt hier aus dem Gewurstel was ordentliches Chemietechnisches zu zaubern. Vor allem merke ich gerade bei dem Torhüter, ich werde keine Verbindung haben. Ich habe leider auch nur die beiden Innenverteidiger bekommen. Yay. Oh wei. Ich habe auch niemand mehr, die hier aus der Zentrale bekommen. Das heißt, ich muss mit diesen Spielern hier in der Mitte spielen. Schön, es wird immer besser, merke ich gerade. Ich habe keinen Innenverteidiger, ich habe keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr gezogen oder bekommen. Und ich habe nur... Ich merke gerade erst, dass ich eigentlich nur Flügelspieler gezogen habe oder genommen habe oder Außenverteidiger. What the fuck, das ist ja total behindert. Da müssen wir uns vielleicht für das nächste Mal was einfallen lassen, dass wir irgendeine Position auch sagen, sobald wir die viermal haben oder irgendwie sowas oder dreimal, dann nicht mehr nehmen. Weil das ist ja jetzt gerade ein bisschen mies, ich bin ein bisschen limitiert. Aber gut, das ist ja auch... Teil der Herausforderung. Kann ich das jetzt noch irgendwie besser hinbekommen? Tremolinas bringt nix. Schade eigentlich. Ich dachte ganz kurz. Florenzi bringt nix. Messi ist dadurch deutlich schlechter geworden, ja, ne? Ja, dann lasse ich das lieber so. Wow. Ich glaube, ich bin schon fertig. Aber ich habe ziemlich viele Flügelspieler zur Auswahl. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ja, da hätte ich mir vorher vielleicht mal Gedanken machen müssen. Aber gut, das ist das Team. Ich habe chemietechnisch nicht mehr hinbekommen. Ich werde jetzt hier noch einen Trainer draften und einen Trainer auswählen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, wen stelle ich auf die Bank? Wenn ich wenigstens Montero genommen hätte, hätte ich vielleicht noch eine Möglichkeit gehabt, in der Zentrale was auszutauschen, aber das habe ich ja leider verkackt.
Also Flügelspieler habe ich echt ohne Ende. Gut, dann suchen wir uns noch den Trainer. Und ja, da sind zumindest zwei, die verbessert werden. Gebauer. Zwei. Oh, da natürlich drei Stück. Und ja, dann wird es wahrscheinlich hier der Lefere. Irgendwie sowas. Und damit ist das Team jetzt hier auch in der Übersicht. So sieht das gar nicht verkehrt aus. Nur jetzt kommt das Problem mit 64 Chemie. Ist es natürlich nicht ganz so gut. Aber was will man machen? Wir gehen jetzt hier gleich ins erste Spiel. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten, wie gesagt, geht es jetzt hier gleich in die erste Partie. So, wir haben einen Gegner gefunden. Das scheint ein Franzose zu sein. Wir machen hier schnell weiter. Ich muss noch schnell die Taktik einstellen. So, da geht's weiter und jetzt schauen wir uns mal das Team an vom Gegner. Und er hat immerhin 85 Chemie, das ist auch nicht ganz optimal. Aber ziemlich gute Bundesliga-Connection vorne mit Thomas Müller, Aubameyang in Form, Reus in Form. Nur Reus natürlich als LF auf der ZOM-Position. Ist es schwer. Ja, und ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht so viel vom Team wahrgenommen. Aber das ist machbar. Hoffe ich doch. Mit den Dribbelkünstlern hier. Oh, Ribéry, den habe ich am Start. Das ist natürlich... Nein. Oh Gott. Ja. Die Baller auf Messi. Der Ball geht auch durch irgendwie. Und jetzt Messi mit dem Schuss und da ist das 1:0. Sauber. Direkt mal irgendwie komisch durchgespielt. Und Messi lässt sich natürlich so eine Chance nicht entgehen. Wie der Ball. Der Ball ist aber ganz komisch durchgekommen. Ja, der hat zweimal abgefälscht quasi. Einmal abgefälscht und einmal nicht abgefangen. Das ist natürlich super ärgerlich für den Gegner. Und damit das frühe Tor hier von Messi. Oh, die Baller. Ja, ziehen wir doch außen durch. Er hat auch 4 Tricksterne, sehr schön. Probieren wir nochmal so einen Spin-Move. Oh, jetzt Ribéry ist schlänzen. Und da ist nicht das 2:0. Schade. Aber, Messi hätte vielleicht fast nachsetzen können. Ah, gut antizipiert. Krychowiak, ja auch ein wirklich extrem guter Zweikämpfer. Wow. Der ist nicht im Abseits. Der ist nicht im Abseits, aber Robert Zieler mit einer wirklichen Glanztat. Wahnsinn. Ach, er war Abseits. Aber der Ball war richtig nice gespielt. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass er nicht im Abseits ist. Jetzt Messi. Was ist denn hier los? Was macht denn der Messi da hinten? Kommt die Flankensituation. Die sieht gut aus und wow, Müller macht den einfach. Das habe ich extrem... Ich habe zwei eklatante Fehler gemacht. Ich habe die Flanke extrem schlecht verteidigt. Und dann habe ich beim Kopfballtiming komplett versagt. Man sieht das jetzt vielleicht auch. Wann ich mit Bonucci hochspringe, ein Ticken zu früh. Und das lag daran, dass ich das nicht gut eingegeben habe. Das ist extrem wichtig. Ich glaube, seit FIFA 15, finde ich, ist das nochmal deutlicher geworden. Wenn du es andeutest. Wenn du andeutest, dann lauf doch da bitte durch. Ach so, schön. Ja, vielen Dank. Fairplay ist ein Fremdwort für dich, ne? Das hast du verdient. Ey, das wäre richtig mies gewesen, wenn er mit sowas jetzt ein Tor geschossen hätte. Aber jetzt pass auf, so wie FIFA ist, wird es über die Ecke passieren. Ja. Ja. Ja, Achtung. Da geht noch was. Naja, jetzt nicht mehr. So, da ist der Halbzeitpfiff. Ah, gut gestartet, ziemlich schlecht beendet. Ist eigentlich selten der Fall, muss ich sagen. Also entweder habe ich den Gegner gut im Griff, aber das war jetzt echt nicht so geil, bis jetzt, wie es gelaufen ist. Nach dem frühen Führungstreffer. Oh, der wäre wichtig gewesen. Aber jetzt... Oh, komm. Da geht aber ins Aus. Ach so, ist Ecke. Hä? Wie soll das denn passiert sein? Ja, jetzt... Wow! Müller mit einem richtig schönen Fail-Fallzieher. Fail-Fallzieher ist auch geil. Das war jetzt, habe ich mir gerade spontan ausgedacht, das Wort. Aber hat gerade perfekt gepasst. Komm, jetzt hier, Snyder auf die Baller. Abbrechen. Jo, oh! Lass! Und na was? Und jetzt nochmal Ribéry mit dem Schuss. Und na was fängt den? Wahnsinn! What the fuck, Alter? Wie kann man den denn bitte fangen? Bayer? Oh, komm schon. Den macht er nicht. Der, also... Ich weiß nicht, wo da schon wieder irgendwo ein Foulspiel war. Was soll ich denn gemacht haben schon wieder? Was ist das denn bitte für ein Schiedsrichter? Was sieht der denn die ganze Zeit? Irgendwelche Phantom-Foulspiele. So, jetzt geht's hier in die Verlängerung. Es war bis jetzt echt sehr, sehr schwer zu spielen, weil die Verbindung echt extrem schlecht ist. Ich bin gerade überlegen, ob ich wechseln sollte.
Snyder ist echt schon ein bisschen am Pumpen. Ich lasse das jetzt aber nochmal hier so laufen. Wobei ich Insignia auch als ZOM aufstellen kann. Ihr seht, das ist die Verbindung. Die ist einfach so schlecht. Ich werde jetzt hier wechseln, weil Snyder kann einfach nicht mehr. Der kann einfach nicht mehr. Der ist total am Sack. Ribéry auch. Aber Flügelspieler haben wir ja. So, wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Ich habe so viele Optionen. Alter, was habe ich für Optionen? Ich muss auf jeden Fall wechseln. Tja. Ich wechsle auch Messi aus. Und dann machen wir das irgendwie so rum. Sagt mir gerade mein Gefühl. Weiß auch nicht wieso. Ja, hier rum. Haben wir die Spitze. Ja, vielleicht jetzt hier durchlegen. Genau. Und jetzt geht's ab. Pass auf. Da, Cuadrado. Da ist er doch. Das ist doch der Wahnsinn, dass er den nicht macht. Alter. Wie häufig passiert mir das mit einer flachen Flanke, dass ich das am Ende ausspiele und dann schießt der den da nicht rein. Jetzt müssen wir über das Elfmeterschießen gehen, ey. So unnötig. Gott, ey, das ist richtig mies, ey. Wahnsinn. Bam! Come on! Come on! Ja! Ich hab ihn schon gesehen, dass er den gleich hält, ey. So, mal sehen, ob er die ganze Zeit wechselt. Hat mich jetzt links, rechts, links geschossen. Nö. Okay, jetzt die Frage. Er hat jetzt immer... So, sicher. Meine Güte, das wird richtig spannend, ey. Der schießt die bis jetzt sehr souverän. Den habe ich aber, meine Herren, ja! Okay, jetzt zählt es. Sich jetzt nicht verrückt machen lassen. Die Baller. Come on! Nice. Wir sind drin. Den jetzt einfach halten, dann ist es durch. Dann haben wir es geschafft. Come on. Ja, und er macht den nochmal rechts oben. Boah, er schießt ihn in die Mitte. Boah. Come on. Ja, da ist es. Boah, ist das ein Spiel gewesen, ey. Boah, im Elfmeterschießen meinte ich, wäre geschafft. Krasse Nummer. So, wir haben es geschafft. Das war wirklich ein richtig enges Spiel. Aber wir haben es gepackt in der Verlängerung und im Elfmeterschießen. Und ich würde sagen, weiter geht es dann im zweiten Teil hier von dem Themendraft. In dem Fall Dribbling. Und ihr könnt mal gerne in den Kommentaren ein bisschen Feedback da lassen, wie es euch gefallen hat, was es vielleicht für Veränderungsmöglichkeiten, Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Da wird sie halt echt abgebaut. Das muss man auch mal... Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das...